Hallo Leute und willkommen zu einer kleinen Eilmeldung heute so zum Donnerstagabend für zwischendurch, bevor es dann zur späteren Stunde das ausführliche Flöckchen gibt. Aber ich habe jetzt noch gleich ein bisschen was anderes zu tun und dann muss ich danach erst die Nachricht lesen. Deswegen dachte ich mir, setzen wir uns jetzt kurz erstmal zusammen und gucken uns eine Nachricht aus der Bild-Zeitung an, die nun am heutigen Donnerstag publiziert wurde und die eventuell der evangelischen Kirche nicht ganz so gut gefällt. Die haben ihre Mitgliederzahlen veröffentlicht. Zum Stichtag, dem 31. Dezember 2023, hatten sie wohl noch sage und schreibe 18,6 Millionen Kirchenmitglieder. Das sind so um die 21,9% der Bevölkerung in diesem Land. Und da könnte man jetzt eigentlich sagen, okay, ein Fünftel der Bevölkerung, da geht da zur evangelischen Kirche. Da können sie doch zufrieden sein, das ist doch richtig viel. Die Sache ist nur, nee, ist es nicht, sie haben einen Rekordverlust an Mitgliedern eingefahren. Wir haben ja im letzten Jahr schon darüber geredet, dass es bei der katholischen Kirche auch nicht viel besser aussah. Aber offensichtlich setzt sich dieser Trend plötzlich und unerwartet weiter fest. Ja, wer hätte das nur ahnen können? Weiter fort. Ja, fest und fortsetzen, das passt jetzt in dem Kontext beides. Sie haben im Laufe des Jahres 2023 sage und schreibe 593.000 Mitglieder verloren. Das schlägt sich natürlich auch in der Kirchensteuer nieder. Auch finanziell sieht es bei den Kirchen etwas enger aus. Und nun versucht man plötzlich selbstkritisch ranzugehen. Ja, da musste ich doch ein bisschen schmunzeln. Denn wir haben ja letztes Jahr schon darüber geredet, als ganz groß vermeldet wurde, sowohl die katholischen als auch die evangelischen Kirchen verlieren so um eine halbe Million Mitglieder. Jetzt ist alleine bei der evangelischen Kirche sind es über eine halbe Million, die binnen eines Jahres verschwunden sind. Und vielleicht könnten die Ursachen ja dabei zu finden sein, dass die Leute, die in die Kirche gehen, da auch Kirche erwarten. Wenn man aber in die Kirche geht und da Grüne einen Parteitag bekommt, ja, dann geht man wieder raus aus der Kirche. Und dann will man dafür auch nicht bezahlen. Womit hat sich der, oder nicht womit, mit nur einer Thematik, aber mit welchen Themenbereichen hat sich die nicht nur evangelische, aber besonders evangelische Kirche denn in den vergangenen Jahren weitestgehend am lautesten positioniert? Es gab 2015 Teddybärgewerfe, nicht wahr? Wir haben ja Platz. Dann ging es weiter mit Zombie-Irrsinn, nee, Weltuntergang. Erst kam noch der Weltuntergang. Wir werden alle verglühen, die heilige Gretel und sowas und Ablasshandel, CO2-Gedöns, da hat die Kirche auch gut mitgemacht. Danach kam Zombie-Irrsinn, da hat man sich hingestellt und wollte Leuten ein bestimmtes Produkt aufzwingen. Und anschließend, ja, was haben wir dann erlebt oder was haben wir eigentlich permanent über die ganzen Jahre hinweg erlebt? Politische Positionierung, weitestgehend ultralinks, Wahlkampf, nicht mal Empfehlungen, sondern so ein moralisches in eine Richtung Drängen der Mitglieder. Wenn man einen Gottesdienst besucht und da dann irgendwelche Partei-Anti-Werbung bekommt, naja, dann fühlt man sich gelinde gesagt ein bisschen verschaukelt, würde ich doch mal meinen. Und da ist es, denke ich, jetzt nicht ganz so fernliegend, dass die Leute, die eigentlich in die Kirche gehen, um da gemeinsam zu beten, um da christlichen Lehren zu folgen, was auch immer man da so tut, dass die dann irgendwann sagen, da haben wir aber die Schnauze voll. Wenn wir Bock auf Parteipolitik der Grünen oder der Hampel oder sonst wem haben, dann treten wir diesen Gruppierungen bei. Aber dafür müssen wir doch nicht in die Kirche gehen. Und das sehen Sie nun anhand Ihrer Mitgliederentwicklung. Es kommen kaum neue dazu, es treten aber wahnsinnig viele aus. Übrigens, während gleichzeitig Land auf, Land ab mittlerweile ganz offen auf der Straße ein Kalifat gefordert wird. Denn eigentlich könnte man sich ja nun freuen, so nach dem Motto, ja, ist doch schön, wenn irgendwelche Religionsgemeinschaften weniger Zulauf bekommen. Ist ja, naja, muss jeder selber wissen, ob er dran glauben will. Aber grundsätzlich ist es ja meiner Meinung nach relativ positiv, wenn die Leute nicht irgendwelche sich gegenseitig Märchenbücher vorlesen. Das ist nicht böse gemeint, aber ihr versteht, was ich meine. Ist eigentlich was Positives, wenn die Leute nicht irgendwelchen Pastoren oder wie auch immer sie alle heißen mögen, hinterherlaufen, finde ich. Das setzt aber voraus, dass sie keine Ersatzreligion suchen. Und wir erleben leider eine andere Entwicklung. Auf der einen Seite sind die hierzulande gemäßigten Kirchen, die sind ja momentan relativ ungefährlich, was das angeht, dass da Massenmanipulation im Sinne von sie versuchen die Leute ja in eine bestimmte Richtung zu drängen. Aber man kann ja auch die Massen noch offensiver missbrauchen. Ist ja in der Geschichte mehrfach vorgekommen. Das meine ich. Das wird aktuell von Seiten der Kirche nicht gemacht. Das ist alles so ein bisschen subtil. Das ist noch von wegen von hinten durch die kalte Kirche, ein klein wenig Wahlempfehlung, so ein bisschen moralisches Gedöns von wegen, ihr dürft nicht, ihr müsst doch die Guten sein. So, ihr kennt ja diesen aktuellen Mainstream. Natürlich das Unterschwellige, das machen sie. Aber man kann natürlich auch mit so großen Organisationen, die Macht über viele, viele Menschen haben, auch dafür sorgen, dass diese Macht missbraucht wird. Und das ist glücklicherweise momentan im Jahr 2024 noch oder nicht mehr so sehr präsent. Deswegen ist das, was aktuell an offiziellen Kirchen hierzulande vorhanden ist, aus dem christlichen Spektrum, halte ich für sehr, sehr gemäßigt, für sehr, sehr ungefährlich.
Mit Ulrike jetzt nicht über einzelne Sekten, aber ich denke, so die Quintessenz habt ihr verstanden. Das lässt sich wahnsinnig schwierig erklären, aber ich denke, das kommt bei allen von euch auch an. Auch so an, ohne es auseinanderzudröseln. Nun haben wir aber das Phänomen, dass die Leute, die Kirchen verlassen, ganz gerne trotzdem irgendeine Art ähnliche Gemeinschaft und einen bestimmten Glauben haben möchten und sich dann mitunter in Richtung Heilige Gretel orientieren oder vielleicht der ein oder andere zum Kalifat wechselt, das wird sich noch zeigen. Es wird in vielen Fällen eine Ersatzreligion gesucht, um sich irgendwie wichtig, gebraucht zu fühlen, um sich moralisch überlegen zu fühlen. So das Klassische, was man in der Grünen Parteizentrale gerne sieht. Und das wiederum ist ein ganz, ganz großes Problem. Es wäre ja schön, wenn die Leute irgendwelche Glaubensgemeinschaften verlassen würden und sagen, ja gut, imaginäre Freunde lassen wir aber bleiben, nicht wahr? Wenn es aber in eine andere Richtung geht, wenn irgendwelche traditionellen Kirchen, die gemäßigt auftreten, hierzulande verlassen werden und man sich dann irgendwelchen Pseudoreligionen anschließt, von wegen, wir müssen euch verbieten, so zu leben, wie ihr wollt, weil die Welt geht sonst unter, so ein Endzeitkult, dann ist da eine massive Gefahr vorhanden, und zwar für alle anderen, die dann unter dieser Glaubensabstinenz der vorher in vielen Fällen noch erzgläubig gewesenen, die dann darunter zu leiden haben. Ja, das war jetzt sehr, sehr krude zusammengefasst. Ein bisschen hin und her im Zickzack. Aber ich hoffe, mein Punkt ist einigermaßen verständlich geworden. Wir wollen hier eigentlich mehr darüber reden, dass sich die Entwicklung des Mitgliederrückgangs in der Kirche so fortsetzt wie gehabt. Fast 600.000 binnen eines Jahres weg, und es wird wohl demnächst auch noch so weitergehen. Immerhin möchte man nun selbstkritisch rangehen, überlegen, warum denn so viele Leute austreten. Man wolle ja Skandale aufarbeiten und es gäbe ja hohe Erwartungen an die Kirche. Ja, unter anderem ist eben die Erwartung, dass in der Kirche christliche Lehren praktiziert werden und nicht irgendwie das grüne Parteiprogramm. Aber das nur so als kleiner Detaileinwurf vom Rande, von den billigen Plätzen von außen. Naja, wie dann diese selbstkritische Aufarbeitung aussehen wird bei den evangelischen Kirchen, das wird sich erst noch zeigen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, auch für 2024 wird der Mitgliederschwund weitergehen. Ob es nochmal knappe 600.000 in einem Jahr werden, das werden wir sehen. Im nächsten Jahr dann. Die Zahlen kommen ja mal zeitverzögert, ist ja klar. Aber dass es keinen Zugewinn an Mitgliedern geben wird, ich denke, das ist ganz klar. Denn während sich immer mehr Leute vom traditionellen kirchlichen Glauben abwenden, wachsen irgendwelche Gruppierungen, irgendwelche Bewegungen wie die Endzeit-Sekten und Co. leider ganz massiv an. Und naja, auch irgendwelche Forderungen nach islamistischen Gottesstaaten verwurzeln sich immer fester hierzulande. Und das ist eine Entwicklung, die geht in eine unschöne Richtung, kann man doch relativ unverblümt feststellen. Aber ob man daran noch irgendwas ändern kann, das wird sich zeigen. Das Kind, das ist in den Brunnen gefallen. Wenn die Leute sich abwenden, unter anderem von der evangelischen Kirche, dann neue Galionsfiguren suchen, denen dann vielleicht auch öfters mal etwas unreflektiert nachgelaufen werden kann, Stichwort Heilige Gretel. Naja, dann werden wir uns in einigen Jahren hier wiedersehen und über Probleme sprechen, die eigentlich heute schon absehbar waren, die dann eingetreten sind. Aber ist ja alles nur eine Verschwörungstheorie, nicht wahr? Ich bin sehr gespannt, was dann demnächst noch berichtet wird, wie die Kirche sich jetzt wieder auf Kurs bringen möchte. Aber so ein kleines bisschen drüber lachen muss man ja schon, oder? Permanent wird fast nur noch Politik gemacht, zumindest in der Öffentlichkeitsarbeit eben jener Vereine, eben jener Kirchen. Und dann ist man aber überrascht und bedrückt, dass die Mitarbeiter schwach sind, dass die Mitglieder, die eigentlich auch, naja, Religion erleben wollen, dass die auf Politik irgendwie keine Lust haben. Ja, wie gesagt, warum geht man denn in die Kirche? Wenn ich ins Schwimmbad gehe und da schwimmen will, da aber gerade das Becken abgedeckt wird, damit man da oben drauf besser Stepptanz üben kann, dann gehe ich auch wieder raus aus dem Schwimmbad. Und so sieht es in der Kirche nun mal auch aus. Und das scheint jetzt eine relativ harte Bruchlandung in der Realität gewesen sein bei den evangelischen Kirchen. Bei den katholischen sieht es keineswegs besser aus. Aber vielleicht überdenken sie ja ihre eigene Aufgabe nochmal und überlegen sich nochmal ganz genau, ob es wirklich Sinn der Sache ist, als politische Meinungsmacher aufzutreten und ihre Gläubigen, ihre Anhänger zu, in Anführungszeichen, missbrauchen, im Sinne von, sie in eine bestimmte politische Richtung drängen zu wollen, als außerparlamentarischer Arm diverser politischer Strömungen. Aber geliefert wie in der gewählt ist es in dem Fall nicht. Ist es genau das eingetreten, was wir erwartet haben? Ist also absolut nicht überraschend. Ist praktisch die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Nun sehen wir uns dann später wieder. Lasst euch nicht ärgern. Könnt euch den Artikel gerne in der Bild-Zeitung durchlesen. Haben andere und gerade auch so kleinere Plattformen haben da auch drüber berichtet. Ist allerdings eine ordentliche Hausnummer. 593.000 Kirchenaustritte in einem Jahr. Chapeau. Könnt ihr euch ausrechnen, wie lange es dauert, bis von den 18,6 Millionen nicht mehr ganz so viel übrig ist. Ein paar sterben weg, ein paar treten aus. Also mal schauen, wie lange die evangelische Kirche überhaupt noch als große Kirche hierzulande gilt.
Vielleicht wird sie demnächst ja vom, was weiß ich, von irgendeiner eher so religiös-islamistisch angehauchten Gruppierung übernommen. Religiös, fundamental-islamistisch meinte ich. Ja, bis nachher.